Bist du dir auch ganz sicher, Scooterloo? Ich habe noch nie gehört, dass ein Pony ein Seil runterrutscht. Ich auch nicht, aber Spike hat gesagt, das ist der Wahnsinn. Kiefernadeln, aber kein Schönheitsfleck. Und Plan B? Ja. Wisst ihr, wo wir um diese Uhrzeit eine Kanone finden können? Es hat keinen Zweck. Egal, was wir versuchen, unseren Schönheitsfleck kriegen wir immer noch nicht. Und ein Fell voller Harz ist das Einzige, was wir davon haben. Wir sollten uns was Ungefährlicheres aussuchen. Zum Beispiel Kopfkissen testen oder an Blumen riechen. In der Stadt leben doch so viele Ponys mit Schönheitsflecken. Wir fragen sie, woher sie sie haben. Ja, das ist eine gute und ungefährliche Idee. Ja, und wir fangen mit dem coolsten Pony in Ponyville an. Applejack. Rarity. Kommt schon, Mädels, ich hab cool gesagt. Ist doch klar, von wem die Rede ist. Sie ist schnell, sie ist gut drauf und sie hat vor nichts auf der Welt Angst. Pinkie Pie? Nein, die hervorragendste Fliegerin aus ganz Cloudsdale. Fluttershy? Nein, Rainbow Dash. Oh ja, das ergibt ja auch viel mehr Sinn. Ja, sicher. Gut, finden wir raus, wie Rainbow Dash ihren Schönheitsfleck bekommen hat. Ja! My little pony, my little pony. Von allem ganz viel, lieb und freundlich, zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Kommt zurück, ihr diebischen Viecher! Diebische was? Äppelblum. Hi, Schwester. Wie hast du deinen Schönheitsfleck bekommen? Habe ich dir das denn noch nie erzählt? Hey, wir wollten doch zuerst Rainbow Dash fragen. Wir können doch jede Hilfe gebrauchen. Na schön. Okay, hör zu. Ich war noch ein kleines Fohlen, noch viel kleiner als ihr. Ich wollte nicht auf der alten Apfelplantage versauern. Ich wollte ein Pony von Welt werden, wie Tante und Onkel Orange. Ich zog los, um mein Glück in der großen Stadt zu suchen, in Manhattan, die modernste Stadt in ganz Equestria. Hey, aus dem Wildlandei! Ich war überzeugt, meine besondere Begabung in Manhattan zu finden. Tante Orange, Onkel Orange. Hey, Leute, danke, dass ich bei euch bleiben kann. Leute, ist die nicht überaus reizend? Haha, ganz goldig. Keine Sorge, in mir nichts, dir nichts, wird aus dir ein echtes Pony aus Manhattan. Immer schön lächeln. Das schmeckt ganz exquisit. Na, Applejack, wie gefällt es dir im guten alten Manhattan? Oh, ich finde es göttlich hier. Sehr schön ausgedrückt, mein Schätzchen. Dennoch muss ich eingestehen, dass der Lärm in der Stadt gewöhnungsbedürftig ist. Auf dem Land sind die Nächte so still, dass man kaum ein Pieps hört, bis der Gockel einen aufweckt. Der was bitte? Entschuldige bitte, aber was in aller Welt ist ein Gockel? Was will er von mir? Was soll ich sagen? Ich will nicht wie ein Trottel wirken. Das Dinner, meine Herrschaften. Meine Güte, ein Stadtpony zu sein ist anstrengend. Ich habe solchen Hunger, ich könnte glatt ein... Kikriki! Oh, ich frag mich, was Granny Smith und Big Macintosh wohl heute tun. Ich wette, die schütteln bestimmt gerade die Ernte von den Red Delicious Bäumen. Oh, was würde ich für ein kleines Apfelstückchen geben? Nie wieder habe ich solches Heimweh verspürt wie damals in Manhattan. Es
war unglaublich. Dieser Regenbogen endete genau bei mir zu Hause. In diesem Moment war mir plötzlich alles klar. Ich wusste mit einem Mal, wozu ich bestimmt war. Und da erschien mein Schönheitsfleck. Und seitdem bin ich auf der Plantage sehr glücklich. Da seid ihr! Kommt sofort zurück, ihr diebischen Viecher! Das war aber eine süße Geschichte. Süß? Ich fand sie kitschig. Wow. Kommt schon, fragen wir Rainbow Dash, wie sie ihren Schönheitsfleck bekommen hat. Ihr kleinen Entchen, hier entlang, hier entlang. Bitte seid etwas vorsichtiger, ihr könnt sonst jemanden verletzen. Wo wollt ihr denn so eilig hin? Wir wollen von Rainbow Dash hören, wie sie ihren Schönheitsfleck bekommen hat. Oh, das ist bestimmt interessant. Ich hätte meinen Schönheitsfleck nie bekommen, wenn sie nicht gewesen wäre. Echt? Ohne sie hättest du ihn nicht? So war's. In diesem Sommer waren wir noch in der Flugschule. Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber als ich klein war, war ich noch sehr schüchtern. Und fliegen konnte ich auch nicht gut. Toll, Flatterscheu. Manchen sollte das Fliegen verboten werden. Mein kleiner Bruder fliegt noch besser als du. Das war der peinlichste Augenblick in meinem Leben. Und plötzlich kam wie aus dem Nichts. Lasst sie in Ruhe. Ach, spiel dich nicht so auf, Rainbow Crash. Hört auf, oder ihr kriegt es mit mir zu tun. Du meinst wohl, du bist was Besseres. Na, komm her und beweis es. Und wie habt ihr euch das gedacht? Bald bist du Geschichte. Nee, ich schreibe Geschichte. Wir sehen uns dann irgendwann an der Ziellinie. Tierchen hatte ich noch nie gesehen. Schmetterlinge fliegen nicht hoch bis in die Wolken und ich war noch nie auf der Erde gewesen. Was für ein Ort voller herrlicher Tiere, in dessen Zauber ich mich verliere. Eichhörnchen, die mir verraten, hier wohn ich. Häschen und Vögel und Bienen mit Honig. Ausging. Kommt schon, Mädels, wir müssen Rainbow Dash finden. Und auf noch mehr Singerei habe ich auch keine Lust. Vielleicht weiß meine Schwester, wo Rainbow ist. Bis dann, Fluttershy. Macht's gut, ihr drei. Und jetzt hat Rarity uns am Wickel. Oh, wir werden nie Rainbows Schönheitsfleckgeschichte hören. Zerbrecht ihr euch noch immer den Kopf wegen eurer Schönheitsflecken? Ja, natürlich. Die meisten Fohlen in unserer Schule haben schon einen.
Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich konnte auch lange Zeit nicht verstehen, wieso ich meinen nicht bekam. Gut gemacht, Rarity. Die Kostüme sehen hübsch aus. Hübsch? Ich dachte, sie wären sensationell. Was soll ich tun? Die Aufführung ist doch schon morgen. Ich versuchte, mir alle möglichen Tricks einfallen zu lassen, aber nichts klappte. Die Kostüme waren nicht perfekt und das Stück wurde am selben Abend aufgeführt. Vielleicht bin ich einfach doch keine gute Modeschöpferin. Was soll denn das? Ich wusste nicht, wohin mein Einhorn mich führte, aber Einhornmagie geschieht nicht ohne Grund. Das konnte nur mit meiner Modeleidenschaft zu tun haben oder vielleicht auch mit meinem Schönheitsfleck. Ich wusste, das war meine Begabung. Ein Felsen? Das soll meine Begabung sein? Was hast du für ein Problem, Einhorn? Du hast mich den weiten Weg zu einem Felsen geführt? Zu einem Felsen? Schönheitsflecken zu kriegen. Ständig geht's nur darum, herauszufinden, wer man ist. Ist doch langweilig. Richtig, Scootaloo, denn genau darum geht es. Komm, Mädels, wir brauchen Action. Wir brauchen Rainbow Dash. Schon als junges Fohlen wollte ich in Canterlot immer zur Sommersonnenfeier gehen, bei der die Prinzessin die Sonne aufgehen lässt. Dieses Fest war das Unglaublichste und das Wundervollste, das ich je erlebt hatte. An widmete ich mich dem Studium der Magie. Meine Eltern meldeten mich an Prinzessin Celestias Schule für begabte Einhörner an. Damit ging mein Traum in Erfüllung. Abgesehen von einer Sache. Ich musste die Aufnahmeprüfung bestehen. Twilight Sparkle? Nun, Twilight Sparkle. Wir haben nicht ewig Zeit. Das war der wichtigste Tag meines Lebens. Meine gesamte Zukunft würde vom Erfolg dieser Prüfung abhängen. Und beinahe hätte ich sie vergeigt. Stimmt, das war pure Zeitverschwendung. Du hast eine ganz besondere Gabe. Ich glaube nicht, dass mir jemals ein Einhorn mit solchen Fähigkeiten begegnet ist. Hä? Aber du solltest lernen, mit deinen Fähigkeiten umgehen zu können. Hä?
Twilight Sparkle, ich erkläre dich zu meiner ganz persönlichen Schülerin an dieser Schule. In Ordnung? Ja! Oh, und noch was, Twilight. Mein Schönheitsfleck! Ja, 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 ja! Okay, okay. Wir freuen uns ja mit dir, Twilight. Ja, total. Lass uns schnellstens von hier verschwinden. Ja, ja. Ist alles okay? ja. Oh, wieso können wir eigentlich Rainbow Dash nirgendwo finden? Ihr sucht Rainbow Dash? Also, wenn ich sie wäre, wäre ich im Naschäckchen. Also, egal wer ich wäre auf jeden Fall im Naschäckchen. Hey, ich habe eine Idee. Wollen wir nicht ins Naschäckchen gehen? Naja, wir suchen Rainbow Dash. Sie soll uns erzählen, wie sie ihren Schönheitsfleck bekommen hat. Schönheitsfleck? Ich erzähle euch, wie ich meinen gekriegt habe, ja? Na, meinetwegen. Okay! Meine Schwestern und ich wuchsen auf einer Steinfarm außerhalb von Ponyville auf. Jeden Tag arbeiteten wir auf den Feldern. Es wurde nicht geredet und nicht gelacht. Es gab nur Steine. Wir sollten die Steine vom Südfeld auf das Ostfeld bringen. Als plötzlich... ein riesiges Gefühl der Freude durch mich strömte. Es fühlte sich so gut an, dass ich am liebsten ewig lachen wollte. Und ich wollte, dass alle anderen Ponys auch lachen. Aber Regenbogen sind selten, also wollte ich die Ponys anders zum Lachen bringen. Wir sollten lieber die Steine vom Südfeld einholen. Pinke Mina, Diane Pie, bist du da drin? Mom, Dad, ihr müsst unbedingt auch hier reinkommen, schnell! Überraschung! Gefällt's euch? Das nennt man eine Party! Schönheitsfleck bekommen habe. Oh, du kannst dir nicht vorstellen, was ich heute durchgemacht habe, nur um deine Geschichte zu hören. Es geschah während des Rennens in der Flugschule. Ich war nun also allein und wusste nicht, wie ich Fluttershys Ehre verteidigen sollte. Rainbow Crash! Hey! Es gab eine Sache, auf die ich noch mehr stand, als schnell zu fliegen. Und das war... zu gewinnen! Die meisten dachten, der Ultraschall Rainbow wäre ein altes Ponymärchen. Aber an dem Tag, an dem ich das Wettfliegen entdeckte, bewies ich, dass es ihn wirklich gab. Ich machte das Unmögliche möglich. Und so, meine Süßen, bekommt man seinen Schönheitsfleck. Wow! Warte mal!
Ich habe die Explosion gehört und auch den Regenbogen gesehen. Wenn du die Tiere nicht erschreckt hättest, hätte ich nie herausgefunden, dass ich mit ihnen reden kann und meinen Schönheitsfleck nicht bekomme. Ich habe den Rums auch gehört und dann den Regenbogen gesehen, der mich zum Lachen brachte. Und als ich meinen Fleck bekam, sah ich den Regenbogen über meinem Haus. Ich wette, es war dein Ultraschall-Rainboom. Als ich meinen Schönheitsfleck bekam, gab es auch irgendwo eine Explosion. Das ist unglaublich. Wenn diese Explosion nicht passiert wäre, wäre ich bestimmt durch die Prüfung gefallen. Rainbow Dash, du hast mir offensichtlich auch zu meinem Schönheitsfleck verholfen. Wir alle verdanken dir unseren Schönheitsfleck. Wie cool! Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Zwischen uns bestand schon eine Verbindung, bevor wir uns kennenlernen. Wir waren schon damals beste Freundinnen und wir wussten es nicht mal. Kommt alle mal her. Oh. Ich hab euch so gern. Jetzt reicht's aber. Los, kommt, Mädels. Lasst es uns noch mal mit der Seilrutsche versuchen. Oh. Hey, wie wär's mit einem Liedchen? Oh. Ich will auch mitsingen. Liebe Prinzessin Celestia, heute habe ich etwas Tolles gelernt. Jedes Pony hat eine besondere magische Verbindung mit seinen Freunden. Vielleicht sogar schon bevor es sie trifft. Wenn man sich einsam fühlt und auf der Suche nach wahren Freunden ist, sollte man in den Himmel schauen. Vielleicht siehst du dir gerade gleichzeitig mit deinen zukünftigen besten Freunden denselben Regenbogen an. Seit wann bist du so kitschig? Spike, bitte notieren.